Wobei. Warte mal. Eigentlich gibt es ja jetzt keinen ernstzunehmenden Grund, mit weiteren Truppenausbildungen jetzt noch künstlich lange zu warten, bis wir da irgendwie die Truppen rausgezogen haben. Man kann die ja dann auch einfach. Ja, Quatsch. Wir nehmen die hier raus und stellen die dann irgendwie hier hin und verbinden die dann direkt hier mit den anderen oder so. Das können wir mal gucken. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal hier noch ein paar Truppen dazu. Und für den Krieg gegen die Briten ist es immer gut, natürlich Filieninfanterie zu haben. Erstmal eine ganze Rutsche so und dann können wir mit anderen Sachen weitersehen. Kavallerie und Artillerie natürlich noch dazu. Garde du Corps kann man auch bald ausbilden, aber wie gesagt, schwere Kavallerie ist eigentlich nicht so meins. Nächste Runde kann man das dann ausbilden. Okay, ja. Dann nehmen wir jetzt erstmal die Sachen, die man hier ausbilden kann. Und vielleicht finden wir dann irgendwelche neuen Sachen. Ich glaube, das war das Einzige, oder? Heeresleitung, ja. Garde du Corps. Ja, wie wir das dann hier machen mit den Schiffen, das sehen wir dann. Die Briten stehen hier an der Grenze und überall mit so kleinen Trupps immer. Das ist ein etwas größerer. Aber gerade hier so haben sie immer so kleine Trupps. Genau, da ist einer. Hier ist einer. Sogar nur eine Linieninfanterieeinheit. Also die bewachen sozusagen die Grenze. Die gucken, ob da jemand bei den Durchgängen kommt. Und da bin ich, ja, wie gesagt, etwas perplex. Wir haben zwei katholische Missionare, genau. Einen dritten erwarte ich eigentlich nochmal hier in der nächsten Zeit. Neuengland geht ganz langsam. Vielleicht kann man den nochmal irgendwie abziehen, oder? Irgendwo dann schneller geht vielleicht. New York. Oh, hier ist irgendwas gebaut worden, was... Ah, Kirchenschule, okay. Also solange in Maine keine kommt. Hier ist ja jetzt schön katholisch alles. Und nächste Runde geht es dann erstmal gegen die Indianer natürlich nochmal, gar keine Frage. Und dich, mein Freund, schicken wir jetzt auch mal hier in den Norden. Da kannst du deutlich mehr überprüfen und gucken, wie die Briten so drauf sind. Die haben natürlich einiges an Truppen hier, das sehe ich schon. Hier im Süden auch, bei Florida. Ja, das wird alles nicht so einfach. Ach ja, und ich wollte noch Truppen ausbilden hier, auf Ceylon, auf Curaçao, Entschuldigung. Denn wir wollen natürlich hier auch die britischen Inseln einnehmen. Die haben sie ja auch noch. Jamaika ist also irgendein Grund belagert. Ich schätze von den Spaniern. Mal gucken, haben die miteinander Krieg? Ja, Krieg mit Spanien und den Cherokee. Und Bahamas ebenfalls. Die haben ja zwei Inseln. Dann haben sie die beiden Südstaaten, Louisiana und Florida. Und dann haben sie sieben hier im Westen. Carolinas, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York, Neuengland und Maine. 11 insgesamt. Da haben wir gut was zu tun. Gut. Aber das ist jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. In Europa würde ich die Steuern natürlich auch gerne erhöhen. Aber das wäre erstmal ziemlich teuer. Und ich habe in Ägypten und Frankreich und auch Elsass-Lothringen noch Probleme. Deswegen lasse ich das erstmal nochmal bleiben. Wir haben ja auch so reichlich Geld. Was ich aber mir schon überlegen könnte, ob man nicht bald mal Dings. Was wollte ich jetzt sagen? Na. Truppen schicken könnte. In Richtung Indien. Also ob ich hier dann auch nochmal Truppen ausbilde, natürlich. Und dann so eine 10er Armee sollte reichen, weil die Rebellen haben nur ganz wenig und bauen noch keine weiteren Truppen. Und bevor die Emirat mir das wegschnappen, dann wäre es vielleicht besser, wenn wir hier sitzen. Das sind auch sehr schwache Truppen hier. Ja, das ist ja praktisch nichts. Das haben sie mal ausgebaut. Das waren sicherlich noch die Holländer. Das auch. Und gut. Staatskapitol. Nicht schlecht. Also das hier gibt es einiges zu holen. Ceylon selbst. Und natürlich ist das ein ganz geiler Stützpunkt für die Angriffe. Dann auf, muss ich holen, Karnataka muss ich, glaube ich, holen. Genau. Orissa und Sars und Hindustan. Das sind die, die uns da noch fehlen. Aber gut. Ja. Aber hier fehlen uns auch noch drei. Und die werden wir bald holen. Wir werden, wenn man so will, 30 Jahre zu früh ungefähr bald den Siebenjährigen Krieg beginnen. Das kann jede Runde theoretisch passieren. Vielleicht will ich gerne noch ein bisschen Frieden haben, aber es hängt auch ein bisschen von den Briten ab, ob sie da mitmachen. Und ich gehe mal in die nächste Runde. Das wird dann eine sehr, sehr aggressive Zeit mit vielen, vielen Schlachten. Und
Aber es ist natürlich auch sehr spannend. Also das ist sozusagen der, wenn man so will, der ja, spannendste und kriegerischste Teil dieses Let's Plays, auf den wir langsam aber sicher zusteuern. Polen unterdessen wird sehr, sehr mächtig. Die haben jetzt auch Ungarn erobert und Kroatien. Also da müssen wir aufpassen. Das ist mir ja im Let's Play mit den Vereinigten Provinzen schon mal passiert, dass die sehr, sehr mächtig geworden sind. Und eigentlich kann ich mir es nicht erlauben, dass wir da so einen riesen Polenblock im Osten haben. Gut, er kommt erstmal zurück nach Rom. So, was ist denn so Schönes passiert? Also, zwei ganz wichtige Technologien sind erforscht worden. Selektives Züchten und optimierter Nachschub. Das ist fantastisch. Dann kann ich nämlich hier in Frankreich jetzt erstmal die Großgrundbesitzer ausbauen. Sehr gut. So, das kostet zwar einiges, sorgt aber dafür, dass die Industrialisierungsgeschichte deutlich weniger wird. Und wir können jetzt in Paris die Heeresleitung bauen. Und das gleiche natürlich auch hier in Quebec. Ihr bekommt natürlich noch die Kollegen dazu. So, und dann haben wir hier unsere Jungs. Flotte ist vereinigt. Und die Armee kommt raus. Sehr schön, sie sind angekommen im Hafen. Und dann können wir jetzt das Bulkley-Regiment, die Schweizer Garde und die royalen Schotten in die Stadt senden. Und zack, jetzt haben wir eine richtig geile Armee mit reichlich Spezialeinheiten, sehr, sehr guter Kavallerie und Artillerie, Linieninfanterie und Plänkler. Alles, was das Herz begehrt. Und ihr seid dann bald unsere nächste Armee. Und euch schicke ich jetzt schon mal los Richtung Arkadien. Drei Röntchen seid ihr dann hier. Und man kann die nämlich ja, wie gesagt, auch hier oben lang schicken. Das habe ich ganz Zeit vergessen gehabt. Und dann werden wir sozusagen von Norden uns nach Süden durchbohren und werden auch hier, wie gesagt, diese Armee, stelle ich jetzt hier rein, dann einsetzen. Hier kommt erstmal General noch hin. Und dann würde ich sagen, Artillerie dreimal. So, da haben wir schon kein Geld mehr. Macht aber nichts. Neufrankreich und Curaçao, wie gesagt, auch. Hier haben wir sogar ein 12-Pfünder-Haubitzen kann man auch nochmal ausbilden, dafür reicht es gerade noch. Und hier haben wir sogar Befestigungen. Haben die Holländer noch gebaut. So, Curaçao selbst ist auch recht reich, dank der einen Stadt und vor allem auch dank der Zuckerexporte. Auch der Hafen ist sehr, sehr, der ist arm, aber es ist ein Handelshafen, da habe ich ja auch ausgebaut. So, was wurde gebaut? Es wurden schöne Gebäude gebaut. Eisenminen-Dampfpumpen hier im Cherokee-Territorium. Das erhöht unseren Wohlstand recht nett. Dann Webhütte in Lexington und das Kentucky-Territorium ist ebenfalls deutlich reicher. Also außerdem im Cherokee-Territorium und hier oben in oder so eine Webhütte. Das möchte ich auch gerne noch aufpimpen. Westfalen. Ach, guck. Oh ja, das ist ja wohl möglich, ne? Trockenlegung und Dampfmaschinen. Ah, ich glaube, die sind pleite, kann das sein? Schade, das scheinen sie tatsächlich zu sein. Dann können wir auch warten bis nächste Runde. Dann warten wir bis nächste Runde. Kaunto. Und hier an der Grenze haben wir natürlich auch ein paar Truppen. Das ist auch wichtig und richtig, damit wir die kleineren Trupps unter Umständen abwehren können, die hier vielleicht reinkommen, ne? Also hier. Aber ich glaube, dass die nicht damit angreifen werden mit solchen Trupps. Da würden die Briten sich selbst eher lächerlich machen. Gut. Unser Agent, einer der beiden, ist hier oben noch aktiv und unser Priester hier. Die Marine kann sich hier hinstellen. Oder hier, oder einfach da stehen bleiben, geht auch. Gut. Was kann man in Frankreich noch bauen an neuen Truppen dann, der Heeresleitung? Ah, Infanterie Petit Vieux. Oh, die haben eine sehr gute Präzision. Das sind diese etwas kleineren Gardisten, die aber sehr, sehr gut im Schießen sind. Genau. Und die Tirailleurs. Dafür bräuchte man dann aber auch entsprechend eine Technologie. So. Was wird denn jetzt Neues geforscht? Also, Dijon erforscht die Seemaschine. Ist gar nicht mal eine schlechte Idee, weil es die Kosten auf Bauernhöfe und vor allem auf Plantagen senkt. Ich glaube, das lasse ich die sogar mal erforschen.
Oder geht Buena Vista ähnlich schnell? Och nö, Dijon. Und was macht Buena Vista? Irgendein Mist? Nein, das soll es natürlich nicht machen. Messwerkzeuge möchte ich jetzt sehr, sehr gerne erforschen. Und mache ich jetzt auch. Für die Straßen vor allem, aber vor allem für den Wohlstandsbonus und für die Ermöglichung dieser Technologien. Werkzeugmaschinen zum Beispiel. Solche Sachen. Und hier wurde der Nation dann auch in 5 Runden fertig, also kann man direkt weitermachen vielleicht. Und ja, das sieht doch alles sehr, sehr schön aus. Gut, Nancy macht das hier für die nächste Stufe der Webhütten, der wasserbetriebenen Textilfabrik und für mehr Wohlstand. Okay, das sieht sehr sauber aus. Und da bin ich sehr zufrieden. Hier ist der Agent drin. Stimmt. Den habe ich noch gar nicht versendet gehabt. Stimmt, der sollte ja nach Großbritannien. Das haben wir noch ganz vergessen gehabt. So, komm mal her, oder ganze Flotte. So, Agent. Einschiffen. Marine. Und Agent rausnehmen. Zack, und schon bist du da. Ja, geh mal irgendwie, oder haben wir eine Schule? So, und du gehst hier und hast nichts gemacht. Gut. Und dann folgt jetzt der Angriff auf die Cherokee. Die letzte Schlacht gegen die Indianer. Da sind wir die nämlich auch schon los. Und wir haben vor allem dann auch Georgia unter unserer Kontrolle. Mit einem ganz wichtigen Hafen. Und vor allem haben wir sozusagen eine Unterbrechung in das britische Territorium eingebaut. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die Briten hier nicht zu mächtig werden. Wenn nicht infiltrieren, brauchst du nicht. Okay, hier haben sie kaum Druck. Das ist gut zu wissen. Ich gehe gleich weiter nach Pennsylvania. Sie scheinen ihre Truppen im Norden und im Süden zu konzentrieren, aber nicht in der Mitte. Gut, ich greife an. Savannah soll fallen. So, was haben die Indianer denn? Also, sie sind angeschlagen, das sehe ich schon. Und zwar sehr nett. Also, die Lanzenreiter sind extrem angeschlagen. Die Kriegshilfstruppen auch, aber sie haben auch Medizinmänner. Und Mob. Gut. Die übliche Indianermischung. Zahlenmäßig sind wir ungefähr gleich stark. Wir haben ordentlich Plänkler, ein bisschen Nahkämpfer und Infanterie. Wir haben eigentlich ausschließlich Infanterie, ne? Außer den General. Gut, egal. Wir gehen in die Schlacht. Das wollen wir uns natürlich sofort schnappen. Eine schöne Plantage gibt es in Georgia auch. Ansonsten ist diese Provinz nicht sonderlich reich. Der Hafen ist das Wichtigste und auch die strategische Funktion, die ich gerade eben erläutert habe. Dass die Briten uns hier nicht abschneiden. Und wenn wir das geschafft haben, sind dann, wie gesagt, auch die Cherokee-Geschichte. Und als Hauptgegner bleiben uns dann noch die Maraten für später übrig. Und dann in nächster Zukunft die Briten. So. So, das sieht doch sehr schön aus. Und eine herrliche Nachtstimmung. Oder Morgen, je nachdem. Auf jeden Fall Dämmerung. Und wir nehmen unsere Elite-Infanterie. Es ist zwar keine Elite, aber im Kampf gegen Indianer sind europäische Truppen, wenn sie dann erstmal... Ups, das wollte ich alle haben. Hä? Achso, Entschuldigung. Shift, nicht Steuerung, Henning. Shift, dann kann man die alle auf einmal haben. So. Wie gesagt, die Indianer sind praktisch alle europäischen Truppen, die erstmal gliedweise feuern und die Bajonette haben Elite-Infanterie. Da haben die Indianer nichts entgegenzusetzen, in der Regel. Ach, hier ist ein Riesen. Ist das ein Baumstamm? Ja. So. Das ist Kriegshilfstruppen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Die stellen wir mal irgendwo hier hinten hin. Ebenso den General. Und die Couriere, die könnte man hier in den Wald stellen. Ach ja, die Säule Baumstamm. Dann nehmen wir hier hin. Geht auch. Das soll es dann gewesen sein, ne? Ja, auf geht's. Entschuldigung, irgendwie...
Hat mir gar nicht angezeigt, wo ich lang soll. So, das ist merkwürdig. Ach, diese scheiß Terrassen schon wieder. Oh, ich hasse dies.